Des einen Knarre, des anderen Leibfremde. Eine Nebenmission. Nein zu blauem Medaillons. 2. Mir bluten die Augen beim Anblick dieser sackhässlichen blauen Medaillons. Mach jemand, dass sie verschwinden. Die hängen hier schon viel zu lange rum und bringen nur Unglück. Übrigens, heute ist Freitag der 13. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Burghof. Belohnung Spinell mal 7. Fortschritt 0 von 5. Wie ist denn das? Da, okay. Oh Gott, jetzt kommen wir zum Burghof. Da wird es ja nicht besser. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ich würde gerne du mal verkaufen. Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir das, was ich vorher angekündigt habe. So, also wir brauchen an Alexandrit, an eckigen Smaragd, dann an Saphir und an Diamant. Easy. Oder ein Topaz. So. Das machen wir so. Willkommen, Fremde. Ah, na. Zurück. Verkaufen. So. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Dein Kristall. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel weh. Den verkaufen wir auch. Sehr gut. Ups, das wollte ich nicht. Wie war es? Wir verkaufen Space halten. Okay. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Gut. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Ich kaufe mal den Schlüssel. So. Dann können wir euch auch wieder tunen. Und zwar eine würde ich gerne mal... Den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches. Probier mal, ob's passt. Dann nochmal die Magazingröße upgraden. Weil das habe ich jetzt gerade beim Kampf gemerkt, dass der immer relativ schnell leer geschossen ist. Jo. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremde. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Überleg grad, wo ich nur die Schrot könnte man. Eine Waffe für eigenen Bier, wie du es haben wolltest. Und da auch nochmal. Gehen wir da gleich auf den Schaden. Langsam verstehen wir deinen Geschmack. So, passt. Ich halte die Augen nach Waren. So, Spiel speichern. Waffen, die du gebrauchen könntest. Jawohl. So. Oh. Okay, Luis. Zwei habe ich. Für die letzte Komponente musst du rüber zur Burgmauer. Wir treffen uns oben auf der Mauer. Ich bring den Bernstein mit. Oh, ich habe noch ein paar Infos über den Stein gefunden. Ich schick sie dir. Akte lesen. Der Bernstein, Forschungsbericht 1. Die Tests dauern noch an, aber es ist bereits zu erkennen, dass das Testobjekt großes Potenzial besitzt. Zusammenfassung unserer bisherigen Erkenntnissen. Erstens. Selbst in seinem derzeit scheintoten Zustand hat es Einfluss auf andere Parasiten. Zweitens, es scheint das gleiche Organ wie die dominante Spezies zu besitzen und verfügt daher vermutlich über die gleiche Kontrollgewalt. Drittens, wir haben noch keine Methode gefunden, es zu reanimieren. Darüber hinaus haben wir nach dem tödlichen Unfall von neulich beschlossen, weitere Sicherheitsvorkehrungen vorzunehmen und haben den Bernstein in einem bruchsicheren Behälter versiegelt. Dies ist auch der Grund, warum ich das Bernstein-Labor in die neue Funkzentrale verlegen werde. Der Abschied von Don Quixote steht bevor. In Klammer, es ist Luis, dem wir diese Erkenntnisse zu verdanken haben, aber Sadler vertraut ihm nicht. Ich hoffe nur, er kann den Mund halten. Annabel Garcia Escudero, leitende Forscherin. Mhm. Okay. Ich glaube, den Namen haben wir auch schon gehört. Ja. Schießpulver. Dann machen wir uns gleich. Ich würde gern auf das sparen, aber wir haben so viele große Rohstoffsäcke, dass ich jetzt einmal Gewehrmunition mache. So, genau. Perfekt. Können wir dann nachladen?
Genau, da haben wir gerade die Kapazität erhöht. Weißt du wieder? Gut. Geh doch mal langsam wieder voran. Oh, da ist ein Schatz. Okay, geht doch normal. Und Sennenkristall. Das war der Schatz. Das war der Schatz, alles klar. Da hätte man noch einen Fisch. Da hätte man einen großen Fisch. Könnte was wert sein. Forellenbarsch. Ein besonders großer Zuchtbarsch kann verzehrt werden, um Gesundheit wiederherzustellen. Ich würde den ehrlich gesagt verkaufen. Forellenbarsch. Ein Süßwasserfisch aus der Familie der Sonnenbarsche. Sein mild schmeckender und nahrhaftes Fleisch stellt die Gesundheit wieder her. Hallo. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Hä? Kann man den Fisch nicht verkaufen? Achso, vielleicht sollte ich auf Verkaufen gehen, nicht auf Kaufen. So. Na gut, recht, wir sind es nicht wert. Aber ist erwischt. Nicht schlecht. Besser als gar nichts. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wir könnten. Wäre ja 12.000. Nicht meine neue Waffe? Stirb mir dann willkommen. Können wir irgendwas upgraden oder tunen? Deine Waffen sind bei dir, wie du es haben wolltest. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Da. Geh sorgfältig damit um, okay? Na dann, geh und misch sie auf. Das Geld gleich ausgegeben. Gut, so. Dann waren wir hier. Dann geht es hier weiter. So, ein Schießpulver schon wieder. Ah, genau, da gibt es jetzt dann die Medaillons. Was ist da hinten? Auf jeden Fall gibt es einen Schatz noch. Okay, spannend. Einen roten Beryl. Gut. Ah, da sind wir mit Ashley, glaube ich, durch. Genau. Und da hinten, ich glaube, das war die Stelle, wo Ashley kurz die Kontrolle verloren hat. Wenn ich mich recht erinnere. So. Jetzt sind wir hier im Burghof wieder mal. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber immerhin. Wir haben ein bisschen Geld. Oh, automatisch weg. Okay. Komm schon, hast du nichts Besseres zu tun? Den Kultisten einen Stein abnehmen. Was ist das? Ah, fuck, das ist. Oh, wie soll man nutzen? Was? Ja, das ist
Das war der mit der roten Laterne. Die waren extrem lästig. Was? Sangria? Hey! Das ist fies. Zu einfach. Ja. Noch. Fuck. Oh fuck. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Haben wir eine Granate? Nein, haben wir nicht mehr. Ah, shit. Ich brauche ganz dringend Heilung. Was? Alter, ich muss nachladen. Shit. Ah, shit. Bleib stehen. Bin mit dir noch nicht fertig. So, Mondwaffen. Na, endlich. Ja, das kannst du laut sagen. Blendgranate, auch das ist cool. Erwischt. Friss das. So, irgendwie geht unsere Munition aus dem Gerade aus. Shit. Komm her. Fuck, die halten so viel aus, das ist ein Wahnsinn. Holy shit. Stiefelmesse, braucht Munition. Alter, was waren das jetzt? Hammer. Ah! Den Bär haben wir noch ein bisschen Munition immerhin. War nicht mehr recht viel. Ah, wir können uns aber was craften. Weißt du, was machen wir uns gleich das? Und das auch.
So. Warte mal. Da mal nachladen. Passt. Gut. So, das kommen wir mal darauf. Das kommt dahin. Okay, okay. So, und jetzt möchte ich mich ehrlich gesagt wieder ein bisschen umschauen. Vor allem, weil nur das eine oder andere Schießpulver noch herumliegt. Das habe ich mir systematisch gemacht normalerweise. Würde ich auch jetzt wieder machen. So, wo ist das nächste? Brauchen wir nur auf die Karte schauen. So. Gut, da gibt es einmal nichts mehr, nö. Dann gehen wir mal da rauf, weil das ist irgendwo das nächste. Ah, das wird da drin sein wahrscheinlich. Oder ist da. Jetzt aber. Wieder zwei Kugeln umsonst verschossen. Nur weil ich nicht richtig zielen kann. So, da hinten ist ein Schatz. Und ein Flashbang. Metallingslampe. Eine mit Gold verzierte Milchglaslampe. An ihren Seiten befinden sich drei runde Vertiefungen. Kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. Wenn du ein Saphir finden würden, könnte man da drei Saphir reinsetzen. Oh, Pistolenmunition, sehr nice. Da haben wir gerade einiges verschossen. So, okay. Das haben wir, da waren wir. Dann haben wir diesen Blazer mal absuchen. Das sehe ich sogar von da hinten. Am Medaillon. So, da ist das Schießpulver. 5 Stück gleich. Nice. Mhm. Sonst gibt es aber nichts mehr. Okay. Dann gehen wir mal da so lang. Habe ich da noch einen gehört? Rohstoff. So, Munition, Rohstoff. Also ne, keine Hundis drin. Die sind erst mit Leon drin. Was er sagt. Na, das ist keine Sackgasse, okay. Gehen wir gleich lang. Gehen wir zuerst da lang einmal. Handgranate, Flintenmunition, okay. Auch gerne gesehen. Granate hat eh schon dahin gepackt, das passt auch. Gut, haben wir da noch was? Noch eine Kiste. Flintmunition, sehr schön. Und noch ein bisschen MP-Munition. Okay, MP-Munition haben wir ein bisschen was wieder. Oh, Flinten packen wir gleich hier hin. So. Na gut, dann waren wir hier quasi jetzt auch überall. Dann gehen wir jetzt mal da so lang. Sprich da. Und ich glaube. Na, da geht es zu keiner Sackgasse, aber da ist eine Sackgasse. Soll Munition. Also, wir bekommen zum Glück da wieder ein wenig was an Munition zurück. Das finde ich sehr cool.